Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude und damit willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Genauso leckfrei wie vorher immer, okay, gerade eben geht's sogar echt. Ist jetzt schon eine ganze Weile her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Mario Maker 2, Urlaub. Auch seit die letzte Folge online gekommen ist, ist inzwischen bestimmt irgendwie 2-3 Wochen. Und das war auch, als ich das letzte Mal aufgenommen habe, ist halt die Sache. Und habe ich bei meinen AP gerade richtig... Ja! Hoffentlich ist der Dungeon nicht mehr lang. Aber ich bin ja auch schon auf Ebene... Das ist ja ein toller Partbeginn! Hey! Guck mal, hier ist ein See. Das sagt er jetzt echt. Ihr seid gerade schon am Wasser hier lang gelaufen. Da könnte dir vorher auffallen, dass das ein See ist. Unglaublich. Sieh dir all die Kristalle an, die aus dem See ragen. Ist das der See, an dem Tobutz lebt? Nee, und das grüne Leuchten da hinten ist kein Zahnrad der Zeit. Ey, Schmünzer, guck mal. Guck mal, in der Mitte des Sees, da ist eine Art Insel. Willst du mich verarschen? Ich dachte, dir wäre das Zahnrad aufgefallen und nicht die Insel. Ich glaube, ich sehe da jemanden. Das ist schön für dich. Ey, was passiert denn da? Das ist Reptane. Ja. Jetzt habe ich das Zahnrad der Zeit. Muss ich nochmal so erwähnen. Warum liegt hier eine scheiß Tasche unter meinem Schreibtisch? Die triggert mich. Weg damit. Und mein Mülleimer fällt gefühlt auseinander. Sehr gut, da ist zu viel drin. Nein, du kannst es nicht nehmen. Niemals. Das habe ich in der Vision gesehen, die mir der dimensionale Schrei eingegeben hat. In die Taskleiste. Die Vision, die ich hatte, war also ein Ereignis aus der Zukunft. Wer ist das? Tobutz? Wenn ja, dann steckt Tobutz in Schwierigkeiten. Leute. Ich nehme 2 Minuten 50 auf und merke jetzt schon wieder, was für ein Genie Fragezeichen Man hier ist. Helfen wir ihm schnell. Hier unten im See liegt das Zahnrad der Zeit, nicht wahr? Nee. Der ist ja genauso schlau. Nee, das grüne Leuchten ist ein Toaster. Na gut, Tobutz ist dein Name, ne? Sorry, aber ich muss es mitnehmen. Warte jetzt mal. Du kennst meinen Namen. Der Deep Reptane. Safe und Vesprit haben mir gesagt, dass du kommen würdest. Es wäre besser gewesen, ich hätte dich sofort umgebracht. Aber ich habe befürchtet, dass ich vielleicht verlieren könnte. Also habe ich nach einem sicheren Plan ausgetüftelt. Was? Was hast du gemacht? Bitte was? Tobutz hat den Skill. Du kommst hier nicht durch. Der See ist von lauter Kristallen bedeckt. Es ist unmöglich, an das Zahnrad der Zeit ranzukommen. Reptane, das Zahnrad der Zeit ist für dich jetzt unerreichbar. Opfer. Du, ich muss es haben und ich werde es bekommen. Ich brauche das Zahnrad der Zeit, selbst wenn ich dich dafür umbringen muss. Jetzt, halt, stopp. Es ist Obst im Haus. Und ich habe das Gefühl, ich bin nach 2 Wochen Pause viel zu gut gelaunt. Du wirst das Zahnrad der Zeit nicht stehlen, Reptane. Ich will euch nichts tun, geht mir aus dem Weg. Nee, ich nicht. Ist das dein verdammter Ernst? Wenn du mir nicht aus dem Weg gehst, dann lässt du mir wohl keine Wahl. Bringen wir dich um. Okay.
Bosskampf! Besser als Safe-Sets. Mein größtes Problem ist wirklich, ich habe keine Ahnung, wie ich gescheit gegen den vorgehen soll. Weil die Pokémon, die ich dabei habe, sind nicht gut gegen ein Reptane. In meinem im ersten Durchspielen hatte ich ja ein Feuer-Pokémon dabei. Aber diesmal... Ja, schön, dass du zurückschreckst. Du bist eh paralysiert. Was war das eigentlich gerade nochmal mit diesem ach so schweren... Der schreckt immer noch zurück. Wow, er hat mich angegriffen, Leute. Okay, ich hätte dir nicht zugetraut, dass du immer noch lebst. Er schreckt zurück, meine Leute. Alter, der tankt echt viel. Ja, Ich habe halt echt keine Ahnung, wie ich gegen den kämpfen soll. Was für ein schwerer Bosskampf. Ja, und warum ich den gemacht habe, weiß ich auch nicht. Irgendwie habe ich ja anscheinend doch verloren. Auch wenn ich gewonnen habe. Hä? Geh mir aus dem Weg. Ich kann nicht reden. Ich bin behindert. Jetzt verpiss dich. Ich kann mich ja auch nicht bewegen. Ich tue es nur für das Zahl der Zeit. Opfer. Jetzt mal ganz langsam hier. Zwirfins. Alles in Ordnung, Fragezeichen, man. Bitte lasst mich das erledigen. Motherfucker! Du, es ist viel Zeit vergangen. Es war nicht leicht, dich zu finden, Reptane. Wie war das? Der große Zwirfinst kennt Reptane? Ja, sogar hier hast du mich gefunden. Du bist wirklich hartnäckig, klebst an mir wie eine Klette. Reptane, diesmal kommst du mir nicht davon. Zwirfinst, ich bin überrascht, dich in dieser Welt zu sehen. Aber ich bin bereit. Also wirst du kämpfen. So sei es. Aber kannst du gewinnen gegen mich? Ja, oder auch nicht. Reptan ist verschwunden. Dieser er hatte nie vor, gegen mich zu kämpfen. Vor mir gibt es keinen Komm. Und weg. Der große Zwirfins ist auch verschwunden? Hä? Was ist hier gerade passiert? Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Tot. Hey, da sind sie! Hey, jetzt beide euch mal. Oh Mann, sie sind tot. Hey, ist alles in Ordnung. Sie sind tot. Schnell, wir müssen sie warnen. Bringt nichts, sie sind tot. Übrigens, sie sind tot. Okay. Die Wolken über der Kristallstraße und dem Waldgebiet haben sich verzogen. Möchtest du speichern? Kann ich machen. Sehe keinen Grund, warum nicht. Ich weiß jetzt zwar immer noch nicht, warum ich diesen Bosskampf gemacht habe, der deutlich einfacher war, als ich dachte, und den ich irgendwie dann trotzdem verloren habe, obwohl ich gewonnen habe. Frag mich nicht. Oh, bist du wach? Nee, ich schlafe. Natürlich wachen auch wieder beide im genau selben Moment auf. Wo sind wir? Ihr seid in eurem Schulraum in der Gilde. Danke! Wäre mir jetzt ja nicht aufgefallen. Ihr wart beide verletzt. Ihr habt die ganze Zeit geschlafen. Und ich hoffe, man hört das jetzt nicht. Geht's dir gut, Schminzer? Okay, bin ich froh.
Ich weiß noch, dass wir am dass ich am Kristallsee zusammengeklappt bin. Anscheinend kann ich widersprechen. Ich dachte, ich habe das verlernt. Was mit Tobutz? Geht's Tobutz gut? Ja. Im Vergleich zu euch war es nicht schwer verletzt. Es ist früher wieder zu sich gekommen und ist in der Gilde. Ah, das ist gut. Ich bin froh, dass es euch auch gut geht. Ich sollte den anderen sagen, dass ihr wach seid. Leute, Bewegung! Gleich wieder alle von allen umgerannt. Finde ich gut! Ich dachte, ihr seid tot! Hä? Ihr wart doch tot. Also, ich meine... Ihr habt euch ja wirklich Sorgen gemacht. Da fällt mir was ein. Ich muss euch was sagen. Hä? Und was? Was? Was hast du gesagt? Du sagst, es ist der große Zwiffens und Reptain. Sie haben sich vielleicht schon vorher gekannt? Ja, hörte sich so an, als sie kurz vor ihrem Kampf, der eigentlich nicht stattgefunden hat, aber da kann man jetzt mal drauf scheißen, miteinander gesprochen haben. Also, und was ist dann aus Zwiffens geworden? Reptain ist entkommen und ich glaube, er hat die Verfolgung aufgenommen. Alarm! Alarm! Nullalarm! Ey, Dicta, was los? Magnetio hat Alarm geschlagen. Oberwachtmeister Magnetio ruft den Notfall aus. Wachtmeister Magnetio, ruf mir zu, worum es geht. Sprich deutlich, bitte! Ich hab kein Wort verstanden. Ich dachte, der will deutlich reden. Wichtige Nachricht. Was kann das sein? Hey, spekulieren bringt nichts, aber ich mag Speck, Leute. Gehen wir hin. Machen wir uns auf die Socken. Kanal abonnieren, Socken inhalieren, Glocke aktivieren, Leute. Ihr kennt's. Kapitel 13. Das Geheimnis von Zwirrfinst. Oder Gildenmitglieder. Es wurden so die Pokémon aus der Gilde hergerufen. Wenn sogar sie geholt wurden, dann muss die Sache wirklich ernst sein. Hieß es nicht eindeutig alle Pokémon aus der Gegend? Da gehören wir ja wohl auch zu. Tobot, Zelfe, Vesprit. Moin. Alles okay? Geht's dir gut? Nee, geht schon. Und das Zahnrad der Zeit? Es ist im Kristallsee. Ist es dort unbewacht sicher? Kann es nicht gestohlen werden? Ja, bewacht ist es anscheinend ja auch nicht sicherer. Es ist fürs Erste dort sicher. Das Zahnrad der Zeit liegt sicher unter einer schützenden Schicht von Kristallen. Es wäre nicht leicht, es zu stehlen. Aha, letztes Mal, es ist unmöglich. Jetzt, ja, ist nicht so leicht. Hey, Zwirrfinst. Na, Fragezeichen, Mann und Schminter, ihr seid in Sicherheit. Da bin ich erleichtert. Ich bin auch froh, dass du wieder da bist. Danke, dass du uns gerettet hast. Also, kannst du uns sagen, was passiert ist? Was ist mit Reptain geschehen? Wo ist er hin? Ich habe Reptain verfolgt, aber er ist mir entkommen. Zwirrfinst, am Kristallsee, als du eigentlich nicht gekämpft hast, aber ich nenn's jetzt mal so, um die Dramaturgie zu erhöhen. Du und Reptain schienen einander zu kennen. Das sah nur so aus, als hätte ich den Rahmen gerade verschoben. Wenn ich unterbrechen darf, der große Zwirrfinst wird uns sagen, was er weiß. Und er wird auch über dieses Thema sprechen. Nun versammelt euch endlich alle, ihr Pisser. Diese Geräusche! Hört euch das an! Kann ich irgendwie noch
Config. Sounds. Das ist nicht mein normaler Computer-Sound, sehr gut. Ja. Zurück zur normalen Stelle. Worum willst du wohl gehen? Ja, weiß ich nicht. Fresse halten. Also, ich würde nun gerne mit der Besprechung beginnen. Das Thema ist die Welle von Diebstählen der Zahnräder der Zeit. Es wurden schon mehrere Zahnräder der Zeit gestohlen. Ach, Alter. Ich hoffe echt, man hört das gerade nicht. Es wurden schon mehrere Zahnräder der Zeit gestohlen. Von einem Pokémon namens Reptane. In den Regionen, deren Zahnrad der Zeit gestohlen wurde, steht seitdem die Zeit still. Dies ist ein ernstes Problem, wie ihr euch theoretisch vielleicht hoffentlich vorstellen könnt, wenn euer Intelligenzquotient doch den übersteigt, den ich erwarte. Reptane hat diesmal versagt. Er konnte ein Zahnrad der Zeit nicht stehlen. Es wurde erfolgreich beschützt. Wow. Ja, Und das heldenhafte Pokémon, das es beschützt hat, ist das mächtige Tobots. Und der Held, der Tobots gerettet und Reptane vertrieben hat, war Zwirfinst. Die beiden da hinten, die haben gar nichts gemacht. Die haben zwar eigentlich einen Kampf gewonnen, aber ihn dann trotzdem verloren. Wie habt ihr das hinbekommen? Ja, schon klasse. Er ist schon ein krasser Typ, ne? Oberwacht, Meister Magnus, leider muss ich unterbrechen. Vielleicht sollte ich weiter erklären. Natürlich, bitte erzähl selbst weiter. Pokémon! Es ist zwar ein Grund zur Freude, dass wir dieses Zahnrad der Zeit beschützt haben, aber Tatsache ist, dass Reptile immer noch auf freiem Fuß ist. Deshalb dürfen wir uns nicht in Sicherheit wiegen. Reptane wird höchstwahrscheinlich erneut versuchen, das Zahnrad der Zeit zu stehlen. Sind da jetzt echt alle überrascht? Und es gibt noch eine andere Angelegenheit, die mit all dem zu tun hat. Es ist sehr von Bedeutung, dass ihr über diese äußerst wichtige Angelegenheit Bescheid wisst. Aber sie ist wirklich äußerst wichtig. Ich würde euch nun gerne diese äußerst wichtige Angelegenheit erklären. Aber bedenkt, sie ist äußerst wichtig. Zunächst einmal, sie ist äußerst wichtig. Fragezeichen hat mich vorhin gefragt, ob ich Reptane schon gekannt hätte, bevor all das geschah. Und ja, das stimmt schon durchaus. Ich kannte Reptane schon vorher. Boah, Panik. Alter, das ist jetzt krass. Ich meine, klar, man kennt sicher keine Menschen, von denen... Es gibt... Sicher kennen meine Freunde auch nur Leute, die ich schon ewig kenne. Jetzt mal im Ernst, ich verstehe nicht, was so überraschend daran ist. Dann kennt er den von früher. Also bisher ist da echt noch nichts Überraschendes. Also ich meine, ja, ich weiß ja, was in der Story passiert. Und das wird schon noch, auch jetzt in diesem Gespräch, aber... Was ich euch gleich erzählen werde, wird euch womöglich völlig unglaublich erscheinen. Aber es ist die Wahrheit. Was ich euch nun erzähle, handelt von einer Gefahr, die gestoppt werden muss. Ansonsten droht eine Katastrophe. Ich bitte euch deshalb um eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Nicht auf Twitter teilen. Als erstes muss ich sagen, dass Reptane... Ja, der kommt übrigens aus der Zukunft, falls es euch interessiert. Zukunft? Tapfer! Was ist das? Ich glaube, das ist ein Ort, wo die Dinge noch nicht
geschehen sind. Das ist eigentlich... Jetzt mal im Ernst, das fällt mir gerade zum ersten Mal auf, aber diese Erklärung ist eigentlich genau falsch rum. Ein Ort, an dem die Dinge, die im Moment sind, noch nicht geschehen sind, wäre die Vergangenheit. Die Zukunft ist das Gegenteil. Ein Ort, an dem Dinge schon geschehen sind, die hier noch nicht geschehen sind. Aber geht das? Ein Pokémon, das aus der Zukunft kommt? Reptane wird in der zukünftigen Welt ein berüchtigter Verbrecher sein. Und in der hier jetzt garantiert nicht, weil er Zahnräder der Zeit klaut oder so. Auf ihn ist ein hohes Kopfgeld ausgesetzt. Um in der Zukunft nicht gefangen zu werden, ist er geflohen. Seine Flucht hat ihn in diese Welt geführt, in die Welt der Vergangenheit. Aber für uns ist das doch die Gegenwart. Halt's Maul! In dieser Zeit angekommen, schmiedete Reptile einen Plan. Einen wahrhaft katastrophalen Plan. Was denn? Kein geringeren Plan als die Lähmung des Planeten. Er will ihn einschläfern lassen. Nee, Spaß. Die Lähmung des Planeten? Ist das echt sowas wie einschläfern? Damit kenne ich mich aus. Ja, das glaube ich dir. Wenn ich so viel labern würde wie du, hätte mich bestimmt auch schon jemand eingeschläfert. Also, wenn ein Planet gelähmt wird, hört jede Bewegung auf ihm auf. Wenn ein Zahnrad der Zeit entfernt wird, verlangsamt sich der Fluss der Zeit in der jeweiligen Region. Je mehr Zahnräder der Zeit gestohlen werden, desto größer das Gebiet, in dem die Zeit langsamer fließt. Schließlich wird der Fluss der Zeit so langsam, dass sie ganz zum Stillstand kommt. Am Ende verfällt der Planet in einen Zustand vollkommener Lähmung. Und ich weiß nicht, warum ich gerade so gut gelaunt rede. Yay! Wenn der Planet gelähmt ist, ist dann der Planet gelähmt. Lol. Ich glaube schon, aber das habe ich noch nicht rausgefunden. Dazu haben meine wissenschaftlichen Nachforschungen noch nicht ausgereicht. Aber was ich weiß... In einer Welt, in der die Lähmung des Planeten eingetreten ist. Nun, es weht kein Wind und es wird nie wieder Tag. Auf Deutsch, perfekt für Gamer! Was? Man könnte es auch als den Untergang der Welt bezeichnen. Ach so, also eher wie Weißes Haus mit Trump drin, oder? Den Untergang der Welt! Das passiert, wenn die Zahnräder gestohlen werden! Dass die Zahl in letzter Zeit aus der Kontrolle geraten ist. Das kommt auch davon, dass die Zahnräder der Zeit gestohlen wurden. Wenn noch mehr Zahnräder der Zeit gestohlen werden, werdet ihr alle sterben. Ich bin unnötig! Ja. Und ich bin eine Eiche! Hey. Ich hab da noch eine Frage. Da gibt's schon was, das ich nicht verstehe. Ja, was denn? Ich verstehe, dass wir es mit einem Problem zu tun haben, aber was ich nicht verstehe. Nun, ja, das hat mit dir zu tun, Zwinfinst, Alter. Woher weißt du zu viel, Zwinfinst? Ich meine, ich weiß, dass der große Zwinfinst klug und weise ist. Und ja, ich respektiere dich schon und so, aber wie kannst du die Zukunft kennen, egal wie klug du bist? Stimmt. Mit wo du sagst? Ah ja, was Krebskorps sagt, ergibt durchaus Sinn. Außer mein Name! Unter normalen Umständen könnte ich diese Dinge tatsächlich unmöglich wissen. Also wieso weiß ich das alles? Der Grund ist... das Internet. Es ist allwissend. Nee, Spaß. Eigentlich komme ich auch aus der Zukunft. Was? Internet? Zwifinst hat Internetzugang? Ich dachte, sowas gibt's in unserer Welt gar nicht. Donnerwetter, ich will auch... Dann könnte ich mir Videos von Günther aus der Dönerbude angucken und ihn abonnieren und ein Like dalassen und die Glocke aktivieren. Ganz versteckte Aufforderung.
Mein Ziel ist es, Reptane zu fangen. Aus diesem Grund bin ich von Google hierher gekommen. Ich musste so viel wie möglich in Erfahrung bringen, um sicherzugehen, dass ich Reptane fangen würde. Und dafür habe ich das Internet gebraucht. Deshalb habe ich mir in der Zukunft sämtliches Wissen über diese Welt angeeignet. Per Google. Darum weiß ich so viel über diese Welt. Und warum hast du uns das nicht gesagt? Ich habe mich irgendwie auch scheiße dabei gefühlt. Es tut mir leid, aber ansonsten hättet ihr ja auch wieder alle nur auf meinem Laptop auf Pornhub gewollt. Aber was wäre, wenn ich meine Identität von Anfang an preisgegeben hätte? Was wäre geschehen, wenn ich gesagt hätte, dass ich Internet habe? Wer hätte mir geglaubt? Außerdem musste ich es vermeiden, da Reptane auf mich aufmerksam geworden wäre. Ich beschloss, meine Identität geheim zu halten, solange ich meiner Arbeit nachging. Das ergibt Sinn! Wie war das mit der Internetverbindung? Kannst du mal das WLAN-Passwort rausrücken? Nein! Aber es ist eine Tatsache, dass ich euch getäuscht habe. Und ich finde das eigentlich lustig. Aber ich habe euch meine wahre Identität verschwiegen. In Wahrheit bin ich nämlich gar nicht Zwirrfinst, sondern Larry Page. Ich meine... Nein! Jetzt mal ganz langsam! Wie war das WLAN-Passwort nochmal? Boah, draußen wieder so richtig laut. Also mit draußen meine ich außerhalb meines Zimmers in der Wohnung. Ist nicht deine Schuld, du hattest keine Wahl! Ich stimme zu. Zwirrfinst hat in meinen Augen nichts falsch gemacht. Außer, dass er ein Kapitalist ist. Aber das bin ich auch. Und du sowieso, Plauderguy. Wir sollten uns unsere Wut für Reptane aufheben. Bringen wir ihn um. Ich meine, wir müssen es irgendwie schaffen, ihn zu fangen. Ja, wir haben echt das Problem, wenn wir Reptane nicht bald schnappen. Wir müssen ihn kriegen, bevor die Welt untergeht. Zwirrfinst, ich würde gern mithelfen. Ich auch. Ich auch. Dann haben wir vielleicht auch irgendwann mal Internetzugang. Hey. Mach ich mit. Wir werden euch auch unterstützen. Ich weigere mich, ein Opfer zu sein. Aber du bist ein Opfer. Wir werden nicht zulassen, dass er noch eins stiehlt. Ich bin euch allen sehr dankbar. Wir Pokémon müssen zusammenhalten. Zusammenhalten, um so Reptane zu fangen. Zusammenhalten, um den katastrophalen Plan von Reptane ein Ende zu setzen. Hä? Das ist doch eine Dungeon-Musik. Warum spielt die jetzt? Welcher Dungeon war das? Die Wüste? Ich habe irgendwie das Gefühl, entweder Wüste oder Küste. Eins davon. Aber hört sich eher nach Wüste an. Ich sollte sowas wissen. Falls beim Musikquiz fürs Abo-Special sowas drankommt. Ist noch nicht gedreht. Yay! Zwirrfinst, um das Zahn der Zeit aus dem Kristallsee zu bekommen, muss Reptane mich besiegen und das weiß er. Wenn er es also immer noch auf das Zahn der Zeit abgesehen hat, dann wird er hinter mir her sein. Diese Situation sollten wir zu unseren Gunsten nutzen. Vesprito, Butz und ich können zum Kristallsee gehen. Dann setzen wir alles das Gerücht in die Welt, dass das Zahnrad der Zeit versiegelt wird, damit es nie gestohlen werden kann. Vielleicht würde es Reptane dazu bringen, noch einen Versuch zu wagen. Verstehe ich schon. Schlagt vor, ihm eine Falle zu stellen. Ja. Aber es würde bedeuten, dass ihr euch als Köder in Gefahr bringt. Ja, fände ich schon gut. Ich habe keine anderen Hobbys. Außerdem kann ich da sicher ein paar gute Selfies machen. Wenn wir Reptane so aufhalten können, dann sind wir bereit, das Risiko einzugehen. Wenn das so ist, verstehe ich euch. Hört mal zu. Passt bitte auf und tut, was ich euch auftrage.
Erstens möchte ich alle bitten, ein bestimmtes Gerücht zu verbreiten. Erzählt überall von den drei Pokémon Selve, Vesprit und Tobutz und dass sie zum Kristallsee zurückgekehrt sind, um das Zahnrad der Zeit zu versiegeln. Bitte verbreitet dieses Gerücht so weit wie möglich. Das heißt, erzählt es nicht nur hier in dieser Stadt rum, wo es eh jeder weiß. Bidiza! Was? Ich verstehe. Du willst also, dass Reptin davon hört? Nee, ich will eigentlich nur ein paar Pokémon anlügen. Aber das Gerücht allein wird Reptin nicht überzeugen. Deshalb muss ich Selfie, Vesprit und Tobutz bitten, etwas Bestimmtes zu tun. Geht wirklich zum Kristallsee. Ah, und wenn Reptin dann bei Tobutz und den anderen auftaucht, können wir ihn schnappen. Jetzt verstehe ich's! Oh mein Gott, ich bin aus dem Haus hier, ja? Gefangennahme. Das ist das Einzige, was Magnetio sagen kann. Hey, das mach ich. Ich werde den Typen holen. Nein, es ist meine Aufgabe, Verbrecher festzunehmen. Da möchte ich nicht hinter den anderen zurückstehen. Geben wir auch unser Bestes, Schmünter. Jetzt, ich bin zwar dankbar, dass ihr mir eure Hilfe anbietet, aber, ne? Was die Gefangennahme von Reptil angeht, würde ich lieber alleine arbeiten. Reptin wird extrem vorsichtig sein, wenn er merkt, dass Toads und Diana wirklich zum Kristallsee gegangen sind. Dann wird er außerordentliche Vorsicht walten lassen. Wenn wir also einen riesigen Hinterhalt am Kristallsee planen würden und da 87 Pokémon hinter einer Wand stehen, wäre das dezent auffällig. Ich fürchte, dass Reptin sich nicht von Toads und Diana locken lassen würde. Also, ihr macht hier euer eigene Kacke. Okay, verstehe ich, Vishal. Tut mir leid. Diesmal will ich sicher gehen, dass ich Reptin fange. Bitte verzeiht meinen Egoismus. So sieht's aus, Gildenmitglieder. Bis jetzt waren wir auf der Jagd nach Reptin. Ich dachte, hä? Ich sag euch, die haben hier einen fetten Fehler eingebaut. Das sollte Knuddeluff sagen, nicht Plauderguy. Zu 100% ist das irgendein Fehler. Ich schlag das mal bis zur nächsten Folge, weil die hier gleich rum ist in meinem alten Let's Play nach, ob das vielleicht ein Emulator-Bug ist. Das war jedenfalls der Plan. Haltet euch diesmal raus. Wir bieten unsere Hilfe nur an, wenn sie gebraucht wird. Tja, okay. Wir haben keine Wahl. Ist der Plan akzeptabel, Gildenmeister? Das war sogar echt... wieso? Ja. Ich guck mir das trotzdem nochmal in der alten Folge an. Danke für die Bestätigung. Puh, er ist noch wach. Danke, dass ihr mir alle zugehört habt. Ich weiß, dass ich euch um einen großen Gefallen bitte, euren Teil des Plans. Und ich sollte langsam aufhören zu labern. Wir haben bisher eine halbstündige Folge, die fast nur aus Reden besteht, außer vielleicht 5 Minuten. Ah ja, wir fangen übrigens noch Reptain. So. Und diesen Text lesen wir uns in der nächsten Folge durch. Abonnieren, Glocke aktivieren, Socken inhalieren, Like da lassen. Ciao.